Das wird für YouTube mit aufgenommen. Hallo, es ist ungefähr eine. Es sind nicht mal 30 Minuten vergangen, wahrscheinlich in der letzten Folge. And the Internet fucking died. Wisst ihr eigentlich, wie unglaublich unmöglich es ist, in der heutigen Zeit irgendwas zu machen ohne Internet? Selbst wenn ich heute sagen würde, ja, mein Internet ist unstabil, ich mache heute keinen Stream. What in fuck's hell am I supposed to do? Soziale Interaktion? No. Das würde heißen, dass ich mit Menschen rede. And I don't support that. But, hä? Offline-Games? Ja, okay, das wäre eine Möglichkeit. Aber lame. So, ich glaube, der Stream hat das nicht mehr mitbekommen, aber da unten, das Rätsel. Das habe ich geschafft. Na, ich habe halt einfach nur alle Käfige hochgefahren, habe da durchgeschossen, habe das Teil bekommen. Und dann wollte ich mich gerade fragen, was ich jetzt quasi noch alles abschließen muss, um es fertig zu machen. Und dann Stream died. Fuck. Ich hoffe. Ich hoffe. Also mehr als hoffen kann ich ja eh nicht. Ich hoffe, das ist das letzte Mal gewesen heute, dass das Internet gestorben ist. Ich habe noch ein gutes Gefühl. Und das Geile ist auch noch, ich habe Jadens... habe ich noch gelesen und dann war es erst weg. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Hotspot? Was meinst du mit Hotspot? Ja, wäre eine geile Idee. Ich bin hier in meinem Zimmer unter der Erde. Das ist no joke. Ich habe hier null Balken. Wenn du niemand in, egal welchen Internetanbieter du hast in meinem Zimmer kein Internet. Hier steht ein Wi-Fi-Router, ne, der ist quasi nochmal das Ding von meiner Fritzbox hier runterzieht. Darüber habe ich Internet. Absolut unmöglich. Nicht in meinem Zimmer. Ich könnte den Hotspot nach da drüben legen und dann vielleicht einen Repeater an mein Handy ransetzen und von da aus könnte ich an meinen PC rangehen. Aber das wäre, keine Ahnung, 200 Millisekunden Latency ungefähr. Habe ich keinen Bock zu. Ja, vom Datenvolumen jetzt mal abgesehen. Also das wäre auch einiges, was ich bräuchte, aber das wäre mir ehrlich gesagt egal. Aber ich glaube nicht, dass man damit stabil streamen kann. Also ja. Ich habe schon darüber nachgedacht, das zu machen, aber selbst als eine Notfalllösung käme es nicht in Frage. Da hinten hat noch was geleuchtet. Was soll ich machen? Ich habe mich schon mehrfach beschwert bei denen. Am Dienstag, wahrscheinlich am Dienstag, wird einer kommen. And then we will see, ob sich da was tut. Habe ich die Dinger geparkt? Gesöff. Habe ich keins mehr. Da muss ich mal kurz ein Wasser holen. Dann. Wo war der Windstrom, den ich gerade eben gesehen habe?
there in the middle of bumfuck nowhere. Triffst du mich vom Hochziehen? Hm, knapp nicht. Ja, aber dann wird es nach da hinten in die Richtung gehen, weil da sind noch ganz, ganz viele rote. 3 ist ganz viel. So. Ich hole Wasser. Hallo Beirut. Warum macht Jane ein Announcement? I don't fucking know. Auch egal. Beirut kommt gerade da, wenn ich mein Wasser holen gehe. So, Prost. Twitch, bitte zeig mir meine Preview. Ich habe dauerhaft Angst, dass mein fucking Internet stirbt. Anyways. Let's continue. Ja, stimmt. Fliegen darf ich in der Ansicht. Aber wehe dem, ich versuche, auf dem Boden zu sprinten. Lasst uns beten, dass es bestehen bleibt. Bitte nicht beten. Beten ist Schwachsinn. Lass mal die Daumen drücken. But we all know, no one can do something against that. Getroffen, aber da war leider ein Stein im Weg. Mein Bros, ich rate dir eventuell, deine Sätze nochmal anzugucken, bevor du sie absendest. Die Amount of Schreibfehler, die du da reinhaust, ist comically insane. Apropos Internet, heute soll ein Techniker kommen, damit mein neues Internet eingerichtet wird. Angeschlossen ETC Autopanel. Wegen meinem Vermieter warte ich jetzt schon 3 Monate darauf, dass das Kabel verlegt wird. Jetzt ist es verlegt und es scheitert am Techniker von Vodafone. Someone or something hates me. Wir hatten heute sogar im RAM das Gespräch, wie immer alle sagen, Telekom ist Kacke und dann so Stoff, aber dabei ist es eigentlich immer Vodafone, die Kacke sind. Ich kann damit nicht mitreden, denn ich hatte weder Telekom noch Vodafone und habe auch jetzt nicht. But I think there is someone on it. Something on it. Wenn sich da auch so viele Leute beschweren. Ich kann nur hoffen, Beirut, dass es bei dir besser wird. Dieses Gebiet liebt Höhlen. Jetzt, wenn ich in eine Höhle reingegangen bin, ist mein Internet gestorben. Und ja, das hier ist actually das Letzte, was wir suchen. Also
Also ich gehe mal davon aus, das hier ist das erste, ne? Da haben wir komisches Kringelding oben. Ja. Ist das da die 2? Ah ja, okay, dann ist das ja die 2. Da haben wir komisches Chimärending. Yep. Dann haben wir 8-armiges Ding. Das achtarmiges Ding ist. Oh. Ich hab's richtig gesagt, aber das falsche eingegeben. Das ist das achtarmiges Ding und das da ist mehrköpfiges Ding. Das lag 99% am Vermieter, der nichts machen wollte. Ach, der Techniker hat eine Autopanne. Well, shit. Ja, okay, das ist einfach nur vom Leben gefickt. Also, kannst du sagen, wie du willst. Ich wollte gerade sagen, irgendwas kann ja nicht ganz stimmen, weil ich habe hier zweimal dasselbe quasi. Ja, dann setze ich dich einfach auf das, was wir noch nicht haben. Ja. Da auf der direkt anderen Seite zufällig das eine Ding, was wir noch nicht hatten. Actually, ja. Oh, never mind, ich bin doof. Ich habe das falsch eingetragen hier. Warum sagt mir das keiner von euch? Tutti Frutti Haribos. Ich will haben. Give me that. Siedlungssimulationen ist RimWorld Top 1 bei Steam. Was wäre denn sonst noch Siedlungssimulation? Also ist sowas wie City Skylines, wäre das eine Siedlungssimulation? Okay, halten wir das ja mal auf der Kippe. Kann es zweimal dasselbe sein? Irgendwie ungewöhnlich für das Spiel. Okay, es ist aber dasselbe. Ich habe 2 Achievements bekommen. Light of Kumo und Hunter of the Light. Amazing. Wait, was ist dann mit den Dingern hier? Lass mal das dann noch mitmachen, wenn wir schon gerade da sind. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich nervös ich gerade die ganze Zeit auf fucking OBS gucke, ob ich noch live bin. I hate it. Oxygen not included, Frostpunk, Timberborn, Prison Architect, Dawn of Man, Northgard and They Are Billions. Okay.
das sind alles Indie-basierte Games, erstens. Ich meine, was zählt halt unter Siedlung? Würde ich Oxygen Not Included als eine Siedlung bezeichnen? Ja, es ist eine Kolonie. Ja, okay. Same thing, I guess. But still. I don't know. Ja, cool. Leider hat mich das Auto-Target im Stich gelassen. Meine Lieblingsmechanik in dem ganzen Game. Schmetterlinge. Findet den Sarkasmus. Ja, cool. Bleib einfach dran hängen. Ist gar kein Problem. Alternativen zu RimWorld. Also wenn ich RimWorld denke, ist das erste tatsächlich, woran ich persönlich denke, Prism Architect. Weil es literally fast dieselbe Ansicht ist. Aber würde ich sagen, Prism Architect ist gut? It's okay. Aber es ist nicht vergleichbar mit RimWorld. Definitiv. Also nicht im Sinne von denselben Umfang quasi. Es ist weitaus simpler gehalten. Oxygen Not Included wäre ungefähr dieselbe, wenn nicht sogar mittlerweile höhere Komplexität. Mit den neuesten Updaten sonst noch irgendwas. Also die entwickeln das ja stetig weiter. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr allzu einen großen Plan, in welchem Entwicklungsstand sich Oxygen Not Included beinhaltet. Aber da ist schon einiges passiert. Jaden, where is the fucking bear? Are you the bear? Okay, actually, unironical question.
Where's the bear? Bei uns ist auch draußen vor der Tür was los. Also Nachbars ist ebenfalls aktiv. Keine Ahnung warum. Vielleicht hat jemand Geburtstag oder so. I don't fucking know, dude. Okay, hat sich irgendjemand gemerkt, wo der Bär ist? Du bist Bär, oder? Ja. Beim unteren Eingang. Hallo? Ich wollte gerade sagen, hast du keinen Bock zu einer Unterweltlauf? Ja, doch. Soll ich meine Skills an, wie ich nichts treffe? Original PvP hier. Nicht zu schnell sein. Wir haben schon mal einen dieser Geister verloren, weil ich zu schnell war. Und den anderen haben wir verloren, weil ich ein anderes Objective nebenbei gemacht habe. Das ist fein. Wir nehmen die Sicht eines Apache-Kampfhelikopters ein. So kann uns das Victim nicht davonlaufen. Schätzt mal, welches Upgrade wir bekommen werden dafür, dass wir den hier haben. Unser letztes Upgrade, was wir bekommen haben, war, dass wir schneller fliegen können. Which, as you can see, wir sind actually schneller als der Geist. Und diese Geister sind normalerweise immer sehr, sehr schnell unterwegs. Ja, da seht ihr es. Ich komme per Fuß, komme ich nicht hinterher, actually. Balloons Tower Defense. Well, a timeless classic. Ruhig weitermachen. Ich guck nur von oben zu. Parkst du bald mal irgendwo? Ah, da hat er geparkt. Drei Augen? Ja, wahrscheinlich. Oder zwei Nasen, sucht sich aus. Ultra Flügelschläge. Ein Geschenk des Bärengeistes. Mit Superflügelschlägen steigst du noch höher und schneller. Amazing.
Okay. Okay. Mein Steam ist auf Englisch. Das Einzige, was nicht auf Englisch ist bei mir, ist mein Windows. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Einzigen, was noch übrig ist. Ich habe ja gesagt, wir werden heute wahrscheinlich das Game beenden. Und mit wahrscheinlich meine ich definitiv, außer da oben. Wo ist es? Man sieht es eigentlich gerade nicht, weil der Berg davor ist. Solange nicht auf der Insel noch ein komplett eigenes Gebiet ist mit Exploration und mehreren Sublevels, dürfte das Game heute gen Ende gehen. Und ja, ich habe da unten den einen Lore-Eintrag gesehen und habe ihn instant ignoriert. Dann Neuter? Maybe? I don't know. Ich sag, wie es ist. Ich hab noch nicht weiter geplant, was wir dann machen. Da ist die Insel, ne? Das Ding oben drauf. Das ist ja quasi das Einzige, wo wir noch hingehen wollen. Sea of Thieves? Na. Okay, die super Flügelschläge oder wie auch immer sie heißen. In Practice hören die sich ziemlich gut an, aber ich habe leider keine Referenz. Flügelschläge waren sonst immer relativ schwer einzuschätzen, wie weit die einen gebracht haben. Und jetzt einfach zu sagen, yo, die sind jetzt weiter, hilft mir leider gar nicht. Wie gesagt, ich habe noch nicht überlegt, was wir als nächstes machen. Das wird überlegt, wenn das Spiel fertig ist. Macht den größeren der 9 verbraucht oder so. Kann ich auch schwer einschätzen. Also den Mega Ultra Flap, den haben wir ja so bekommen, dafür, dass wir es abgeschlossen haben. Also würde es nur Sinn machen, dass der jetzt noch höher ist, aber ich habe halt leider keinen Referenzpunkt. Could be. Could very well be. But I have no idea. Ah, yes, hier war der Tempel und hier ist der nach oben Weg. Zu hoch. Ich meine, perfekt. Okay, Vogel. Mit der Dame. Ah, hier haben wir... Nein, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber wir haben ja den Elch-Typen, den Dino-Typen, den Rhino-Typen und
Ein Bären. Genau. Ah, genau. Und der Tower hier war noch mit diesem schwarzen Zeug belegt, bis wir den besiegt hätten. Sonst wären wir hier nicht hochgekommen, quasi. Ja, du kannst Sprache und Geschlecht kannst du bei den Dingen eingeben, das stimmt. Dramatisch. Hätte ich dem leuchtenden Ding schwarzen, dem leuchtenden Ding folgen sollen? Well, yes, I should have. Weil höher komme ich nicht. Reinfliegen keine Möglichkeit. Ich gucke mal, ob es den offiziellen Weg gibt. Oder müssen wir jetzt grinden, bis wir 13 Mal flappen können? Einfach hier fliegen. Touchdown. Also literally, ich wollte gerade sagen, warum genau kommt er eigentlich nicht? Well, I don't have a weapon and I can't fly anymore. I guess we're fucked. Diese Analyse wurde Ihnen bereitgestellt von mir.
Möchtest du dich auch wieder bewegen? Ja. Keine Klaus. Das könnte echt knapp werden. Es war knapp. Ich habe ja kein Leben in dem Game. Also. I can't really die. Übrigens, ich. Okay. Ich kann meine Kamera nicht drehen, in case. Ich habe es noch nicht erwähnt gehabt. Aber nein, das ist keine Option mehr, die ich habe. Bolt Move. Ja, ich habe die Salze aufgemacht. Also noch mehr Zeit kann ich nicht rausholen. Wäre es nicht ein Zufall, wenn hier der Moonbow ist, oder wie man denkt, das Ding hieß? Warum leuchtet da hinten? Ne? Also ihr seht ja hier auch diesen leuchtenden Rand hier gerade. Ne? Das setzt sich hier genau unter mir quasi. Was möchte mir das Spiel in die Richtung zeigen? Es möchte mir zeigen, dass ich hier erstmal ein bisschen mehr Platz brauche. Dass da mein Handy hin muss, da das Trinken, da die Tortillas und hier die Salsa, damit ich genügend Platz habe. Hin und wieder mal.
mir einen zu gönnen. Ah, yeah, sure. Welcome to the fucking spirit realm, I guess. Ich hab gerade ein Flashback. Ich hab das, glaub ich, schon mal gesehen. In der Twilight Princess oder so ähnlich. Komm ich jetzt die Lichtpfeile? Ich darf actually nicht sprinten, das braucht mir zu lange zum Richtungswechsel. Ist der größer geworden? Absolut ernst gemeine Frage. Oh ja, die sind auch rausgerissen. Ja, doch von unten hoch. Mal komplett nach dem Buch, du. Ja, ich brauche noch einen Moment, bis ich die Steuerung, das Move jetzt wollen habe. Shalu, Yamazakiva. Fuck. Immer abhängig von da, also von wo nach wo er schwingt, muss man ausweichen quasi.
Ach so, ich dachte gerade. Fuck! Ich hab nicht auf ihn geguckt, sondern auf den scheiß Vogel. Vogel macht aber nichts, wenn er es nicht befiehlt. Ich habe echt jeden Fall verkackt. Und er schießt vor mir. Ja, ich hab's gesehen. Bei der Attack muss man sehr lange warten. Mit einem verdammten Duell. Aber Damage ist eine Lüge der Käseindustrie. So we are literally immortal. Der Tag ist übrigens komplett geschenkt, du darfst einfach nicht stehen bleiben. Liberaten wir ohne den fucking Bird? Sind wir jetzt besessen? Keine Nice. Wir sind in Salsa Heaven. Oh, okay. Na, Mann. Relativ wenig los, ja.
gehe mal davon aus, lore-wise gesehen, all das spielt sich gerade in dem millionstel Bruchteil einer Sekunde ab. Yes, I can die. Der da war cool. Der da sucked ass. Der da war cool. Der war auch scheiße. Der Bosskampf bisher, pretty cool. Davon mal abgesehen, dass ich einige, oder naja, die meisten seiner Attacks nicht geschissen bekomme. Der Boss ist ganz gut bisher. Also bisher sind wir bei zwei guten Bossen und drei guten Bossen und zwei schlechten. Find's gut, dass immer solche Zwischensequenzen kommen. Da kann ich nebenbei was futtern. Hallo, Kimmy. You were a lurk. Well, not anymore. Hallo. Bad? Bad. Haben wir überhaupt einen Namen? Bevor ich frage, ob der Vogel einen Namen hat. Oh, we boss fight now, okay. Ich habe gerade eine Sache rausgefunden. Ich habe die Fähigkeit verloren, nach oben zu fliegen. Well, shit. Da geht mein Double. Haben wir ihm seine Fegel, seine Nägel gepierst? Das Special-Kommando machen. Laser noch. Okay.
Ja, ich kann verfehlen. Es ist just solid. Ich hatte das ganze Game schon über Probleme mit dem Action-Kommando und jetzt ist es viel schneller aufladen. Also im Aufladen. Das macht es nicht einfacher, das zu treffen. Vanille geht's gut. Kim auch. Celine auch. Alles supi. Das ist verdammt lecker. Auch wenn dein Kopf nach hinten zu ziehen, dann kann ich nicht treffen. Sifiru Mazuke Sha. And he just fucks off. Well, there will be a next week. Jajis Azufara. Suja Torso. Wird gemacht, Kimi. Wie gesagt, also ich habe morgen nach Pizzatag, ich weiß nicht ganz, wann ich wiederkomme. Ich schätze so auf 21, 22, maybe 23 Uhr. Aber anyways, mal ganz kurz vom von anderen Plänen hier weg. Back to Game, beziehungsweise Game ist
Gone, Done, so rum. Das war The Pathless. AKA Burp Simulator with a bow. Es ist schwer, etwas über dieses Spiel zu sagen. Es hatte schöne Landschaften. Und 3 gute Bossfights. Out of 5. That's pretty good. Die Secrets. Okay. Ne? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt, was ich jetzt so sagen werde, aber die einzigen wirklichen Collectibles, jetzt mal von den Geister-Medaillons oder wie immer die Teile hießen, abgesehen, war XP für einen zusätzlichen Flap, dass du halt weiter fliegen kannst. Und diese Currency konntest du actually verlieren. Wenn du halt in so einer schwarzen Wolke oder roten Wolke gefangen wurdest und bist dann nicht rausgekommen. Dann hat der Gegner dich geslappt und du hast die XP einfach verloren. Außer jetzt die Tiere, die außerhalb spawnen, die wir hin und wieder mal gefunden haben. Das war quasi einer unserer Failed Attempts. Aber von dem, was ich gesehen habe, sah es so aus, als wäre XP permanently lost. That's doo-doo. Aber davon abgesehen, Kisten haben XP gegeben, Secrets haben XP gegeben, Time Trials oder Schmetterlings-Dinger haben XP gegeben. Das Einzige, was du wirklich sammeln konntest, war mehr Flaps, und nach 9 war eigentlich alles sinnlos, weil mit 9 bist du die maximale Höhe nach oben gesaust und dann war Feierabend. Du konntest nicht wirklich sterben. Ne, wenn du 2 oder 3 Mal schnell hintereinander gehittet wurdest, bist du halt quasi aus dem Ring geflogen und bist wieder reingegangen. Okay. I guess. Sorry for being bad at the game. I can train that. Es gab 5 Bosse. Endboss jetzt mal weggezählt. Es gab 4. Von diesen Tier-Dingern. Der erste mit dem Elch war original. Actually pretty good. Der letzte, also der vierte, war auch sehr gut. Da hat mir die Arena gefallen, das Gameplay hat mir gefallen, der Ablauf hat mir gefallen, die Phasen haben mir gefallen. Und dann gibt es den Boss 2 und 3. AKA die fucking Giraffe und das andere Vieh. Da war ich kein Freund von. Vor allem die Giraffe. Ne, für alle, die sich noch dran erinnern, das war das mit dem... Yo, die Giraffe hat jetzt den Mega-Laser und du musst quasi immer hinter Deckung bleiben. Das Spiel ist nicht dafür gedacht, dass du in Deckung bleibst. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Es ist Third Person. In dieser Phase hast du nicht die Möglichkeit gehabt, deine Kamera zu adjustieren. Und Tiefenschärfe war ein richtiges Problem. Kein Freund von Boss 2 und 3.
Ja, 15 Stunden, sagt Jaden. Mein Dingens sagt 12. Laut Steam habe ich 12 Stunden für das Spiel gebraucht. War pretty neat. Ne? Mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Die Sache mit diesen... Augen, die überall in der Welt war. Ich habe keine Begründung dafür bekommen, warum die da waren. Ich meine, klar, ist ein Gameplay-Element. Du schießt drauf und bekommst Boost und du kannst jumpen und sonst noch irgendwas. Alles, ja, toll. Aber dafür, dass es dann doch schon ziemlich viel Lore in dem Spiel gab, wurden die Dinger nie erklärt. Vielleicht war das einfach nur von dem Godslayer dafür da, dass er uns die ganze Zeit zugucken konnte. Also quasi wie Big Brother auf RTL 3,5. Davon mal abgesehen, das Spielprinzip war ziemlich straightforward. Mich hat es ein bisschen manchmal genervt, dass du dir nicht aussuchen konntest, wo du hinschießen kannst. Also es war halt alles proximity-based und oder in die Richtung, wo du hinguckst. Und wenn ich da an die Glockenrätsel denke, dass halt die eine da und die andere da hängt, du schießt die erste an und dann verzweifelst du, die nächste anzuschießen, weil du kannst nicht frei zielen. Du hast ein Auto-Lock-On. Und wenn der Auto-Lock-On nicht auf das Objekt gehen möchte, wo du hin willst, dann you better walk. Das war nicht cool. Das sind aber die kleinen Nitpicks. Ansonsten, das Game hat das gemacht, was es angekündigt hat. Ne? Die Sprachausgabe fand ich ein bisschen strange, weil ich habe, für normal lese ich ja Dialoge und sonst noch irgendetwas vor, wenn sie von Charakteren gesprochen werden. Außer natürlich, die Charakter sind vertont und hier haben wir eine ganz merkwürdige Grauzone, weil die Charakter haben geredet in ihrer Fantasy-Sprache, aber haben halt Englisch oder Deutsch Untertitel, whatever wir jetzt da gerade hatten. Halt dazu gehabt, ja, was soll ich dann labern? Ich rede ja mehr oder weniger über den Charakter drüber, was ich normalerweise nicht mache. Deswegen habe ich einfach die Fresse gehalten. Ihr könnt ja auch lesen. Aber ich habe die ganzen Lore-Tafeln und sonst noch irgendwas vorgelesen. Das sollte reichen. Ich gebe diesem Spiel eine Endwertung von 5. 5 auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. War solid. Hat Spaß gemacht. War okay. Es gab gute Sachen, es gab schlechte Sachen, es gab mehr gute als schlechte Sachen. 5. Ende.